liebe Leute, weiter geht's heute im DFB-Pokal mit der dritten Runde gegen den SV Werder und wir gucken mal, gegen wen wir antreten dürfen. So, du bist auf jeden Fall gut, bin auch froh drüber. Na, momentan sieht's nicht so aus, als würde ich ihn jetzt erstmal spielen lassen. Die letzten Spiele waren noch nicht so gut, was er gespielt hat. Meiner Meinung nach können sie ihn gerne zurückholen. Ich muss sowieso den Kader ein bisschen umbauen. In der neuen Saison. Naja, egal. Wir konzentrieren uns erstmal auf den DFB-Pokal und da wollen wir natürlich in die nächste Runde einziehen. Und das ist Werder Bremen, der als nächster Gegner. So. Beziehungsweise jetzt ist Werder Bremen der nächste Gegner, ja genau. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Wieder großartige Erfolge. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen Werder Bremen. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Das war eine interessante Begegnung dabei, aber wir wollen natürlich erst mal schauen. Wir haben jetzt Berlin innen auswärts ausgeschaltet und die Braunschweiger in der ersten Runde. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Ich habe jetzt übrigens wieder zurückgewechselt, also die Startelf steht jetzt wieder die ursprüngliche Startelf, aber die sind einfach fit, die Jungs. Bremen träumt von den goldenen Zeiten, träumt von den alten. Als man Wolf. Der große Bayernjäger war unglaublich, aber so war das mal. Nur dafür kann man sich heute nichts mehr kaufen. Für Bremen wird es ein schwieriger Weg. So, die Mannschaft sind bereit und Anschluss. Und wir wollen ins Viertelfinale. Jetzt geht's zur Sache. Kolasinac. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Ja, gut gemacht, das kriegt er hin, Platte und Dings. Ja, da war er zur Stelle, sehr gut hingeächtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. So. Da kommt die Ecke. Ecke kommt, Platte und das ist die nächste Chance. Er hat ein Tor verdient gehabt, aber. Wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Na, das hätte der Keeper nicht verhindern können, wenn der da hinten eingeschlagen wäre. Das passt aber nicht ganz. Egal, nächste Chance. Pavlenka, Abstoß, Bremen. Ja, schön gemacht. Sie verlieren den Ball. Letztes Spiel gab es übrigens dieses 3-0 gegen Meppen, wo die Meppen den Elfmeter noch in der letzten Minute an die Latte oben genagelt haben. Aber das Thema ist jetzt gerade egal. Wir haben die ersten Chancen probiert. Wollen die Bremer natürlich ausschalten heute. Das wäre zumindest ein dicker Big Point. Kein Abseits übrigens. Kein Abseits. Und den fischt sich Pavlenka und sagt dann, da kommst du nicht an mir vorbei. Nach gut 13 Minuten. Hashimero, jetzt mal. Der kann aber gut durchtanken, sehe ich. Und dann ist es dann passiert. Die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat er jetzt funktioniert. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation. Aber der hat Weltklasse gespielt, der Rune. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt Madid, Hashimero, erstes Pokaltor.
Und das war wichtig. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Naja, mal schauen. Kevin Möwald. Sam Klukas. Füllkrug. Bitte gut. Ja, die Bremer wollen natürlich auch ein bisschen mitspielen. Alles Gute wünschen wir und Dr. Sandy. Möchten auch Sie Ihre Liebsten grüßen? Dann schicken Sie jetzt Ihre Botschaft an die angezeigte Telefonnummer. Bobilanski. Guter Pass. Ja, es könnte Abseits gewesen sein. Ja, ja, ist Abseits. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. War okay. War auch die. Gefühlt war es auch Abseits, ja. Ich hab's das vorher, ich hab's einen Ticken zu spät gesehen und das müsste eigentlich. Okay, das war für mich ein Foul. Da hat er nämlich ein bisschen weggeschubst. Na gut, egal. Und dann plötzlich Füllkrug, der hier durch ist. Lukas kommt nicht mit hin und. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Und Kolasin hat verhindert hier mit vereinten Kräften das Tor. Ach, schade. Pass, weg ist der Ball. Halbe Stunde mittlerweile rum. Egestein. Milo Drašica. Schön gemacht, Bamba. Jetzt mal. Das sah vielversprechend aus. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Ich sehe Krüger unten. Er läuft da allein, aber der erste ist zu spät gespielt. Egal, 2-0. 93. Minute. Sehr schön gemacht hier. Zieht den Konter perfekt auf. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Ja, er definitiv. War einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Und der Drittligist möchte zurück. Und wenn wir, vielleicht haben wir nächste Saison sogar ein zweitliges Glück, Europa League zu spielen. Das wäre natürlich super, wenn wir das Ding hier gewinnen. Aber jetzt erstmal konzentriert das Ding zu Ende spielen. Ne? Das ist ja auch schon 2-0. Hier steht es verzockt. 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus. Gegen Berlin zum Beispiel in der letzten Runde. Alles im Griff gehabt. 2-0 geführt, dann das 2-0 verzockt, 2-2 und in der Verlängerung machen wir dann noch das Ding zu, aber das Marco ist das... Friedl. Oh, Bittencourt verletzt beim Riemen, okay. Ja, ich bin mir so ein bisschen meine Gedanken machen, wie wir dann irgendwann mit der Bundesliga-Mannschaft antreten wollen, wenn wir dann immer mal die Musik aufstehen. Ich meine, das ist, wie gesagt, das Ziel ist es in 2 Jahren, dass ich übernächst so wieder Bundesliga-Spieler, aber... Ja, ja, mal gucken. Jetzt erstmal Konzentration auf Liga 3 und den DFB-Pokal. Spiel, was den Ballbesitz angeht. Das war gut gespielt und dann Abseits, kein Abseits, kein Abseits sein. Schuss kommt nicht durch. Ganz wichtig, da muss er hin. Ja, das war ein bisschen falsch gespielt. Krüger hat es nicht schlecht gemacht, ist durchgegangen, aber naja. Ludwig Augustinsson. Füllkrug. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ach, das ist nicht wahr. Und da wäre fast der Anschlusstreffer durch Bittencourt gewesen. Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten. Den hat er verzockt und damit steht es 2:0 zur Pause. Beruhigende Führung, es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ja. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden garantiert noch mal alles mobilisieren, da bin ich mir sicher. So. Köln gegen Augsburg 0:1 der Rückstand. Der zweite Liga ist gegen die Bundesliga, ist die 0:1 hinten. Aber wir wollen natürlich den nächsten Schritt in die Bundesliga, in die nächste Runde machen. Achtelfinale im deutschen Pokal und wir freuen uns, dass Sie weiter mit von der Partie sind. Ja, zweite Halbzeit läuft. Bremen hat Anschluss gehabt. Und müssen jetzt ein bisschen mehr tun, wenn Sie da nochmal ein Wörtchen mitreden wollen. Aber das geht immer ganz, ganz schnell hier. Füllkrug. Schön gelöst. Ja, da kommt aber keiner mit. Braucht er nicht. 3-1. 3-0, Entschuldigung.
Und der Torjäger von Wien macht es. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und ja, ich habe gedacht, okay, vielleicht läuft einer mit, aber dann mache ich es dann lieber doch alleine. Dann kann er mitlaufen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jo, 51. Minute, das 3-0. Jetzt sollte es eigentlich ziemlich durch sein. Jetzt kann ich noch ein bisschen wechseln. So, der Mann in den Jungs ein bisschen Spielzeit geben, gerade Weiser. Hier für klare Verhältnisse. Der ja ein bisschen meckert. Oh, ich spiele ein bisschen wenig. Schön gemacht. Ah, nicht ganz, kommt nicht durch. Schade. Sam Klukas. Füllkrug. Und dann machen die Bremer so einen blöden Fehler da hinten drin. Kobylanski. Der eher eigentlich ein Zehner ist, aber den. Das war erstmal Aschimero, der den Ball nicht reinbekommt. Dann kriegt den Mamba nicht rein. Dann kriegen die Bremer das Ding noch geklärt irgendwie. Weil sonst wäre es doch nach gut einer Stunde das Ding eigentlich durch gewesen. Rashica! Der es durchkriegt! Alles gestimmt, bis auf den Abschluss. Und der Abschluss, den verzieht er. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Pieper. Gut, Gambula, der jetzt mal mit ein bisschen mehr Tempo durchgeht. Gambula! Schade. So, passt. Eckball kommt rein. Und Lukas, der nicht mit seinem ersten. Ja, die Bremer machen es gerade, sich müssen jetzt noch mal ein bisschen was mobilisieren. Lukas. Ah, nicht ganz, er verliert den Ball aber. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von. Und wenn ich ehrlich bin, wenn man gerade auf die Torschussstatistik guckt, dann haben die Bremer momentan so gut wie keine Chance. So, und damit ist das Thema auch verdient. Sam Klukas. Und der Ball geht weg. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schönes Anspiel. Ja, Bremer machen es auch mal mit Augustinsson. Jetzt mal über die Außenbahn. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Spielt der Bujolat da hinten ein bisschen schwindelig. Naja. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt der Ball und dann könnte es jetzt Krüger mit der endgültigen Entscheidung. Nein. Nicht wirklich. Ja, den sicheren Treffer. Ecke kommt in den 16er. Fast das Kopfball. Und die Bremer kriegen, momentan kriegen es die Schalker nicht ganz zu. Die würden gerne dann nur das Vierte machen, dann ist es immer hier nämlich durch. Geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Immer wieder diese Nadelstiche. Nach der Ecke kommen die Bälle nicht. Schmied. Schmied, ja. Rashica, der Siebener da hinten. Zuspiel landet, eben aus, gibt Einwurf. Sehr gut aufgepasst. So, was machen Sie daraus? Ja, die Bremer kriegt sich gerade. Lukas, ja, gut gemacht. Der Grätsche holt er sich den Ball. Der Ballverlust. Gutes Anspiel. Ah, die Schalker kriegt auch nicht gerade so ein bisschen aus. Die Bremer jetzt auch ein bisschen mehr Druck machen, aber das könnte schon zu spät sein. Latte. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Das ist ein vielversprechender. Und jetzt ist es kein Abseits. Kein Abseits. Kein Abseits.
Gambula und Tor. Na, aber nein. Es gibt den Freistoß. Es war ein Foul, sonst wäre es nämlich das Tor gewesen. Aber ist vorbei. Schalke steht im Viertelfinale. Spiel ist gewonnen. Yay! Schön gemacht. Vorne der Ballgewinn. Gambula. Ja, ganz sicher. Und wieder nicht gemacht, das Tor. Aber es ist egal, wir haben es geschafft. Haushoch überlegener Sieg. Und man steht im Viertelfinale. Yes. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist unsere Freude. So, Hauptsache man steht in der nächsten Pokalrunde, das ist erstmal das Wichtigste. Und man packt den nächsten Bundesligisten. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle, sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Yes. Und zwar, wir gehen jetzt gerade mal nicht ins Interview, weil es wird eh das Gleiche immer erzählen. Hauptsache wir stehen in der nächsten Pokalrunde. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und mal gucken, wer der nächste Gegner sein wird dann, ne? Hier kurz eben die Zwischenstände aus den anderen Pokal, aus den anderen Spielen. Hamburg-Leipzig 1-3, Bayern-Düsseldorf 1-0 nur. Wir gewinnen gegen Bremen, haben wir ja gesehen, 3-0. Köln trägt Augsburg 1-2. Dann haben wir hier noch die anderen Spiele, die dann später folgen. Puh, Gott sei Dank, ey. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich gegen Bremen so haushoch überlegen bin. Jo, nächstes Spiel ist dann gegen den Tabellenvierten Wien Wiesbaden. Das heißt, wir können es dann wieder ein bisschen nach hinten auch absetzen. Nehmen wir mal nicht den Monatsbericht. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge.